Bekriegen die sich hier gegenseitig? Beziehung derzeit zornig. Man sagt heutzutage nicht mehr, ich hasse dich, sondern ich bin zornig auf dich. Arbeitsboot, hey. Klack. Und klack. Nächste Runde. Haben wir jetzt erstmal alles auf dem Meer eingenommen, was wir gerade neu geholt haben. Oder gibt's hier unten noch was? Wir haben auch noch was. Lol. Yay, goldene Zeit, ich hab's einmal weggeklickt. Das wäre so scheiße gewesen. Sie haben das goldene Zeit weggeklickt, damit kriegen sie auch keins. Nein. Panzer bitte bauen. So, hier brauchen wir ein Fischerboot. Nein, ich möchte hier drüben noch ein Arbeitsboot kaufen. Und jetzt geht die nächste Runde los. Da können wir nämlich dann gleich hier auch wieder ein Fischchen bauen. Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Die Grenzen erweitern sich ja auch stetig, deswegen kann es natürlich sein, dass immer was Neues dazu kommt, was ich noch nicht kenne. Hier ist soweit aber alles. Oh, da war auch noch was. Stopp, halt. Hier war noch was. Und zwar machen wir das von Pandora aus. Da kaufen wir uns ein Arbeitsboot. So. Produktion wählen. Kommen wir beim Panzer. Produktion wählen in Korinth. Panzer. Arbeitsboot dahin. Und nächste Runde. Panzerschiff, okay. Schau, das kann ich eventuell aufrüsten. Sah so klein aus. Was ist das denn? Schlachtschiff und Zerstörer. Und ein Flugzeugträger. Eine Faustregel, die jeder Raketenforscher beherzigen sollte. Man sollte immer davon ausgehen, dass sie explodiert. Ja, das wichtigste Technologie, alles klar. Als wichtige Technologie ermöglicht die Raketentechnik den Bau des Apollo-Programms, eines der Wissenschaftssiege erforderten Projekts. Eines für den Wissenschaftssieg erforderliches Projekt. Außerdem ermöglicht es den Bau der modernen Raketenartillerie und des Kampfhubschraubers. Ey, die Kampfhubschrauber waren mega geil immer. Hoffentlich sind die dieses Spiel genauso überpowered wie im letzten. Die waren richtig geil. Kampfhubschrauber? Hallo, Kampfhubschrauber. Flugabwehrgeschütze. Kann ich das Apollo-Programm? Super. Ja, hier und da mal ein bisschen und dann stationieren. Ach, der Panzer, okay. Die Panzer gehen natürlich hier hoch. Und zwar stelle ich den erstmal hier ab. Der bleibt da. So, bei dem gehe ich mal was anderes. Und dann kommt der hier hoch. Drei Runden nur, das ist echt geil. Produktion wählen. Panzer, Produktion wählen. Giga, Bomber, Panzer. Lol, ich kann eine Atombombe bauen? Lol. Aber wir wollen natürlich erstmal keine Atombombe bauen, sondern hier ein bisschen was. Forschung wählen. Plastik einfach mal. Einheit benötigt Befehle. Achso, das ist das Fischerboot. Da stand ich jetzt auf dem Schlauch ein bisschen und das kommt hier hoch. Und nächste Runde. So. Lalalalalalalala. Produktion wählen. Einen. Ja, da kann ich sowieso sonst nicht viel bauen, deswegen baue ich einfach mal Panzer. Nächste Runde. Okay, dann gehen wir hier rüber. Okay, ich dachte, ich schaffe das in einer Runde. Dann halt nicht.
Interessant. Also momentan scheinen wir echt wirklich gut zu sein. So, Einheit benötigt Befehle. Standby. Nächste Runde. Ich würde auch gar nicht zu viele Panzer jetzt hier hochholen. Ich hole mir wahrscheinlich noch eine Panzertruppe hoch. Mach Quebec platt. Rausch dann nach unten durch und dann sorgt man dafür, dass wir hier schon mal an der Grenze hier unsere Panzer aufbauen. Militärstützpunkt. Nächste Runde. Na gut. Russland hat euch denunziert. Nein! Ich war doch so angewiesen auf Russland. Nicht. Okay. Kauf. Militärstützpunkt. Okay, kann ich die verkaufen? So, Kauf, Kauf. Okay. So. Haben wir ein bisschen was eingekauft. Alter, ich kriege 630 Gold pro Runde. Das, obwohl wir mehr Truppen haben als jemals zuvor. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den Truppen, ey. Das ist so heftig. Ich baue einfach mal hier jetzt weiter aus. Dann rush ich da einfach komplett durch, ey. Guck dich das mal an hier. Panzer, Soldat. Die kann ich doch sichern. Okay. Panzer, Soldaten, die kann ich verbessern. In der nächsten Runde natürlich. Ach, die Runde ist noch gar nicht vorbei. Okay. Fabrik. Produktion wählen. Hier kann ich nichts bauen, das heißt, hier brauche ich wieder Panzer. Nächste Runde. Lal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 
oder dass wir nicht versuchen, ebenso schöne wie stabile und haltbare Strukturen zu errichten. Ja, Eichwürdung bringt zusätzlich plus 5 Zufriedenheit, auch 1 Zufriedenheit für jede, für je 2 eingeführte Politiken. Super, toll. Das wollte ich gerade machen, ich will gucken, ob ich eine Atombombe kaufen kann. Ich kann die Atombombe wirklich kaufen. Uran benötigt, um diese Einheit zu bauen. Ich habe doch Uran. Habe ich das nicht? Ich müsste doch theoretisch, das ist doch ein Uranfeld hier, oder? Anscheinend kann ich das momentan noch nicht abbauen. Produktion wählen. Panzer. Nächste Runde. Nein, ich wollte doch noch nicht nächste Runde. Ah, ich bin so blöd. Egal, passt schon. Haben die Aluminium zufällig? Ich sag dir nur ein Wort. Nur ein einziges Wort. Plastik. Ermöglicht den Bau des Forschungslabors eines Gebäudes, das die Wissenschaft in einer Stadt steigert. Ermöglicht außerdem den Bau des Wasserkraftwerks, das die Produktion für Geländefelder an einem Fluss steigert. Tada! So, und jetzt go, go, go. Nichts tun? Nichts tun. Forschung wählen. Penicillin. Forschung wählen. Ausruhen. Und nächste Runde. So. Standby. Nächste Runde. La 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 la. Ich bin ja noch im goldenen Zeitalter, stimmt ja. Hässliches Quebec wehrt sich auch noch, ey. Die bleiben erstmal. In Athen haben wir wieder Panzer. So. Okay, Produktion wählen. Eine Burg. Produktion wählen. Ein Krankenhaus. Produktion wählen. Lackt das gerade einfach so sehr oder was läuft jetzt hier falsch? Spiel speichern. Speichern. Spiel laden. Spiel laden. Ich lade das jetzt gerade mal neu aus dem Grund, weil ich glaube, dass es irgendwie ein kleiner Fehler ist. Möge der Segen der Götter mit euch sein, Caesar Augustus, Herrscher Roms und all seiner Ländereien. Euer Reich war in der westlichen Gesellschaft das größte, langlebigste und euer Volk formte ganz alleine Kultur, Rechtssystem, Kunst und Kriegsführung wie kein anderes vor und nach ihm. Okay, das war schon. Ich wollte nur so gerade die Zeit überbrücken. Produktion, was? Nein, Quatsch. Windmühle, so. Zurück zur Karte. Nein, ebenfalls Quatsch. Kauf. Nein, dann kaufe ich halt Panzer, auch egal. Eine Einheit befördern. So. Nächste Runde. So, mal schauen, was jetzt passiert.
Autsch. Der kommt mit hier hoch. Produktion wählen. Trotzdem wieder Panzer. Produktion wählen. Panzer. Das machen wir hier mal ganz kurz. Kronos. Kauf. Jäger. Kauf. Jäger. So, Produktion wählen. Panzer. Nein, 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 was habe ich gemacht? No, ich will doch Panzer haben. So. Produktion wählen. Windmühle. Eine Einheit befördern. Nächste Runde. Ja, von mir aus. Auf Wiedersehen. Ja. Einer bildet Befehle. Bereitschaft. Nächste Runde. 5 Panzertruppen befinden sich nun hier. Da ging gerade ordentlich die Kriegsdinger los. Na gut, wenn das alles war. Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gebt euch Glück. Kulturkosten bei Einführung einer neuen Politik sinken um 10%. So. Na dann. Bombardieren Quebec. So, Produktion wählen. Panzer. Produktion wählen. Habe ich das nicht gerade gemacht? So, Produktion wählen. Panzer. Produktion wählen. Panzer. Verschanzen. Das da bauen, keine Ahnung. So. Einer befördern. Einer benötigt Befehle. So. Okay. Die kommt da runter. Nächste Runde. Na dann.
Goldene Zeller, da läuft doch zwei Runden. Da wieder der harte Fight von diesem Shifter. Das ist vollkommen sinnlos, ja. Oh mein Gott. Hier haben wir wieder einen Panzer, der kann gerne da hochkommen. Produktion wählen. Das hört alles sehr lange gerade. Ich tue mal kurz die Aufnahme beenden und guck mal, ob ich noch was im Hintergrund auf habe, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.